Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe Grid nach dem Release des neuen Rennspiels. Und ich habe heute die Möglichkeit genutzt, das Rennspiel ausführlich für dich anzutesten und habe daraufhin dieses knapp 13-minütige Video für dich zusammengeschnitten, in dem ich dir alles Wissenswerte über das Spiel und Gameplay-Inhalte erzählen möchte. Deshalb schauen wir uns gleich an, wie das Menü aufgebaut ist, welche einzelnen Spielfunktionen du eigentlich genau bekommst und vor allem, wie die Rennen am Ende dann aussehen. Ich will dir auch verschiedene Features zeigen, wir werden über das Tuning, über die Designs sprechen, wir werden auch über die Effekte sprechen, die im Spiel sind und natürlich auch das, was mir schon aufgefallen ist und mir nicht so gut gefällt. Zunächst einmal startet Grid mit einem relativ einfachen Übersichtsmenü und dort findet sich vor allem den Hauptpunkt, den du wahrscheinlich am häufigsten benutzen werden wirst, das ist die Karriere. Wenn du dort draufklickst, kommst du auf dieses Übersichtsfeld, wo sich deine Karriere in zahlreiche einzelne Kacheln untergliedert mit einzelnen Rennveranstaltungen, die du absolvieren kannst bis zum jeweiligen Showdown-Rennen. Das ist immer das letzte Rennen auf der rechten Seite, wo du unter anderem auch gegen Fernando Alonso als virtuellen Gegner fahren darfst. Daneben bietet sich im Mehrspieler-Optionsmenü auch die Möglichkeit, entweder einem Quick-Match-Event sofort beizutreten oder ausführlich Einstellungen selbst vorzunehmen in einem privaten Match. Und hier hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, zwischen Rennen und Time Attack, also beste Rundenzeit, zu wählen. Und du kannst wählen, ob du beispielsweise alleine fahren möchtest mit deinen Freunden oder ob auch KI dabei sein soll, um das Fahrerfeld aufzufüllen. Daneben gibt es im Hauptmenü noch das freie Spiel. Auch hier hast du die Möglichkeit, ein eigenes Rennen nach deinen Vorstellungen zu konfigurieren, ohne dass du Zielvorgaben erreichen musst, wie bei der Karriere. Und auch hier hast du die Möglichkeit, einige Einstellungen vorzunehmen. Daneben schauen wir noch ganz kurz in das Optionsmenü und hier will ich vor allem noch einmal auf den Unterpunkt Steuerung eingehen. Gerade wenn du von einem eher simulationslastigen Spieltyp kommst, wie Forza Motorsport oder vielleicht auch Gran Turismo oder darüber hinaus, dann solltest du auf jeden Fall in den erweiterten Steuerungseinstellungen die Linearität der Lenkung auf 0 setzen, beziehungsweise vielleicht sogar in den negativen Bereich, wenn du über ein Lenkrad verfügst. Außerdem solltest du einen Blick in die Spieloptionen werfen, denn hier hast du unter anderem die Möglichkeit, das Blickfeld für die Innenkameras zu verändern. Außerdem kannst du im Schwierigkeitsgrad einstellen, ob du Fahrhilfen benutzen möchtest oder zum Beispiel auch das Getriebe umstellen und auch den Schwierigkeitsgrad deiner Gegner kannst du hier noch einmal verändern. Je nachdem, welchen Background du quasi hast, kannst du dich auch hier mehr Richtung Simulation bewegen, obwohl ich ehrlich gesagt bei diesem Spiel, nachdem ich es angespielt habe, das Wort Simulation nicht wirklich in den nehmen möchte. Doch dazu kommen wir später noch einmal. Zunächst einmal schauen wir nun auf die Fahrzeugauswahl und hier möchte ich dir einen groben Überblick geben über die verschiedenen Fahrzeuge. Leider lässt sich das ganze Menü nicht so schnell durchscrollen, denn dadurch entstehen sehr viele Ladefehler und deswegen werde ich jetzt hier im Hintergrund langsam Auto für Auto sozusagen einmal aufrufen und dir zumindest einen groben Überblick verschaffen über die verschiedenen Fahrzeuge, die im Spiel existieren. Du siehst bereits an den Kategorien, es gibt Tourenwagen, Stockcars, es gibt Tuner-Fahrzeuge, GT-Fahrzeuge, ja, und Einladungsevent-Fahrzeuge, nochmal quasi spezielle Fahrzeuge, die dann dafür zugelassen sind. Du siehst auch, die Preise bei den Fahrzeugen sind teilweise bis in die mehrfachen Millionen, doch einige der Fahrzeuge kannst du dir auch gleich vorneweg schon kaufen. Je nachdem, welche Edition du hast, hast du mehr oder weniger Startgeld bzw. verdienst auch unter dem VIP-Status natürlich mehr, als wenn du diesen nicht hast für den Abschluss eines Rennens. Alles in allem kann ich jedoch sagen, bereits nach wenigen Spielstunden hatte ich hier diesen Stand von knapp 200.000 Credits, obwohl ich bereits ein Fahrzeug für knapp 100.000 Credits am Anfang gekauft habe. Und das bedeutet, ja, es lässt sich doch relativ schnell auch wieder Geld verdienen. Also ich denke, das Geldproblem kann man hier bei dem Spiel ausklammern. In Sachen Gameplay-Darstellung und Präsentation der Rennen hält sich Grid auf jeden Fall zunächst sehr stark zurück, denn abgesehen von den ziemlich kahlen Menüs und dem langen Ladebildschirm bekommt ihr auch keine wirkliche Einführung in das Rennen. Es gibt wenig, wo sich Stimmung aufbauen könnte, denn nachdem ihr nun diesen langen Ladebildschirm betrachtet habt, startet ihr quasi direkt in das Übersichtsmenü vor dem Rennen und hier habt ihr nun entweder die Möglichkeit, ein Hotlap Qualifying zu fahren, um euch eine bessere Startposition zu erarbeiten, oder ihr startet ohne Qualifying von ganz hinten und habt dann die Möglichkeit, euch durch das Fahrerfeld zu kämpfen. Wenn ihr klassischerweise ein Hotlap Qualifying startet, dann ist das eine Fliegenrunde, so wie ihr jetzt hier sehen könnt. Das ist eine einzige Runde, die ihr fahrt. Die könnt ihr natürlich so oft ihr wollt wiederholen und auch zurückspulen. Ist hier bis zu dreimal erlaubt. Wenn ihr dann auf den ersten Platz zum Beispiel gekommen seid, dann startet ihr natürlich auch im Feld ganz vorne und müsst nur diese Position für das anschließende Rennen verteidigen.
Die Rennveranstaltungen an sich sind dann immer relativ gleich aufgebaut. So fahrt ihr zumeist 3 bis 5 Rennveranstaltungsrunden, in denen ihr entweder die Möglichkeit bekommt, um die beste Rundenzeit zu kämpfen, das nennt sich dann Time Attack, oder es gibt eben klassische Rennveranstaltungen, wo ihr als Erstplatzierter auch den Sieg einfahren könnt. Die Rennveranstaltungen an sich sind aber auch geprägt von Rivalenkämpfen. Das bedeutet, ihr müsst natürlich euch behaupten können gegen KI-Fahrer, die unter anderem mit dem Nemesis-System, einer Art Rachesystem, nicht nur unbedingt freundlich gesinnt sind. Und das kann eben auch heißen, dass solche gemeinen Aktionen euch auch mal aus dem Rennen werfen. Sollte euch das jedoch einmal passieren, dann könnt ihr einfach über Y so weit zurückspulen, wie ihr es benötigt, um anschließend das Verhalten eures Konkurrenten zu kontern. Doch allerdings könnt ihr diesen Joker nur 3-mal innerhalb eines Rennens ausspielen. Danach ist Schluss und das heißt, ihr müsst mit den Konsequenzen aus einem Rennunfall leben. Darüber hinaus fahrt ihr in Rennen nie alleine, denn ihr habt noch einen KI-Teamkollegen, dem ihr verschiedene Anweisungen über das Steuerkreuz geben könnt, wie zum Beispiel Plätze gut zu machen durch ein aggressives Fahrverhalten oder auch seinen Platz zu sichern und euch vielleicht ein bisschen mehr Luft ganz vorne zu verschaffen. Doch diese Anweisungen werden nicht immer strikt befolgt, denn das Ganze hängt von der Loyalität eures Teamkollegen ab und natürlich von den Fähigkeiten eures Mitfahrers. Im Laufe der Levelaufstiege innerhalb der Karriere könnt ihr aber neue Fahrer freischalten, die ihr dann für euer Team akquirieren könnt. Beim Thema Tuning wird einmal mehr deutlich, dass wir eher in einem arkadigen Titel unterwegs sind, denn ihr seht, die Tuning-Menüs sind relativ kurz gehalten. Ihr seht, es gibt hier nur sehr einfache Tuning-Einstellungen. Man kann zum Beispiel nicht einmal den Stoßdämpfer zwischen Zug- und Druckstufe unterscheiden. Es gibt keinen Reifendruck und ähnliches. Ihr könnt also nur sehr grobe Einstellungen vornehmen, was allerdings meiner Erfahrung nach aus den ersten Spielstunden auch schon vollkommen reicht. Beim Thema Streckenauswahl gibt es insgesamt 12 verschiedene Strecken zu nennen an verschiedenen Veranstaltungsorten, darunter zum Beispiel Silverstone, Brands Hatch oder auch San Francisco. Stadtkurse sowie offizielle Streckenkurse sind also vertreten. Darunter gibt es jedoch noch verschiedene Layout-Konfigurationen dieser einzelnen Veranstaltungsorte, sodass sich insgesamt eine Vielfalt von knapp 80 Strecken ergibt. Das Ganze klingt natürlich erst einmal ziemlich viel, doch heruntergebrochen auf die 12 Veranstaltungsorte hält sich eigentlich diese Auswahl in Grenzen. Und für die ganz aktiven Designer unter euch stellt sich natürlich auch die Frage, was kann man in Grid eigentlich am Fahrzeug genau verändern? Zunächst einmal, das Optik-Tuning hält sich natürlich arg in Grenzen, denn die Fahrzeuge sind an sich nicht konfigurierbar. Das bedeutet, weder Felgen noch Auspuff oder ähnliches lässt sich verändern. Allerdings gibt es verschiedene Grundlackierungen, die ihr freischalten könnt und diese könnt ihr dann unterschiedlich noch einmal mit Farbmustern konfigurieren. Das bedeutet, ihr könnt in den Farbenfeinabstimmungen dann auswählen, welche Farben ihr für bestimmte Teile dieser Lackierung verwenden wollt, so wie ich das jetzt hier gerade beispielhaft für euch erledige. Also völlig freies Lackieren oder ja, Designen ist quasi nicht möglich, sondern im Rahmen der vorgegebenen Grenzen könnt ihr die Farbfeinabstimmung für eure Fahrzeuge dann definieren. Als nächstes kommen wir zu einem der Highlights in Grid und das ist das Schadensmodell, denn wie ihr bereits hier beim BMW M1 sehen könnt, die Karosserie sieht ziemlich mitgenommen aus und wie krass sie wirklich aussieht, das seht ihr jetzt noch einmal hier, denn das Fahrzeug kann tatsächlich ganze Teile verlieren und das ist nicht nur eine Ausnahme beim BMW M1, sondern jedes Fahrzeug hat ein umfangreiches Schadensmodell, deren Schadensentwicklung zudem relativ plausibel ist und auch wenn ihr Crashes mit anderen Fahrzeugen verursacht, sind diese szenerisch relativ gut dargestellt. Über das Optionsmenü habt ihr darüber hinaus auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr den Schaden nur visuell anzeigen lassen möchtet oder ob ihr diesen komplett simulieren lassen möchtet, was bedeutet, euer Fahrzeug kann auch einen Totalschaden erleiden. Und wo wir schon eben bei der schönen Schadensdarstellung gewesen sind, kommen wir gleich zu weiteren schönen Animationseffekten. Achtet einmal auf die Benutzung der Pedalerie. Euer Fahrer verwendet nämlich tatsächlich die Bremse, das Gas und die Kupplung. Je nachdem, wenn ihr diese Befehle gebt, werden diese tatsächlich auch sichtbar umgesetzt und das finde ich sehr, sehr gut gelungen. Auch das Umgreifen am Lenkrad funktioniert, das bedeutet, hier wird quasi nicht nur 180 Grad gelenkt, so wie das in vielen anderen Rennspielen der Fall ist, sondern der Fahrer greift tatsächlich um, um auch die volle Lenkbewegung nutzen zu können. Außerdem gibt es einen schönen Crash-Effekt, eurem Fahrer wird kurz schwummerig, wenn ihr mal einen heftigen Crash wie diesen baut, doch das hat langfristig natürlich keine Auswirkung auf das Rennen, sondern ist nur eine schöne Darstellung. Darüber hinaus gibt es den dynamischen Regeneffekt, das bedeutet also, je nachdem wie die G-Kräfte gerade auf das Fahrzeug wirken, fließen auch die Regentropfen am Fahrzeug und das ist ebenfalls sehr gut gelungen.
Abgesehen von den optischen Effekten gibt es jedoch auch wunderbare Sounds, denn das Thema Sound ist bei Grid großgeschrieben worden und deshalb lasse ich euch nun einmal die Fahrzeuge genießen. Und damit kommen wir als nächstes zu den Punkten, die mir beim Spiel bisher nicht so gut gefallen. Da gibt es zum Beispiel einmal den extrem hellen Sonnenschein, der in manchen Situationen so grell ist, dass man gar nicht mehr die Sicht auf die Straße bekommt. Das bedeutet, man hat hier quasi zu rätseln, wann die Kurven kommen und wie man diese am Ende nimmt. Und das ist tatsächlich ziemlich schade, denn gerade wenn man sehr gerne in der Innenansicht fährt, verschenkt man hier bei manchen Strecken oder Lichtverhältnissen einfach die Möglichkeit, die Strecken hier in der Innenperspektive zu fahren. Darüber hinaus gefällt mir leider, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, das Fahrverhalten der Fahrzeuge nicht sonderlich gut. Denn egal in welchen Boliden man sitzt, diese fühlen sich doch immer relativ ähnlich an und man bekommt leider den Eindruck, dass die Fahrzeuge wie durch eine künstliche Kraft auf den Boden geklebt werden und dadurch fehlt einem häufig das Feedback, das normalerweise ein Fahrwerk geben würde. Ein weiterer Kritikpunkt bei Grid ist für mich das Fahrgefühl der Fahrzeuge, denn es fällt mir schwer, diesem Titel einen größeren Simulationsanteil zuzusprechen. Tatsächlich ist es für mich ein sehr arkadiges Spiel und das merkt man vor allem auch deshalb, weil das Fahrwerk doch sehr, sehr wenig Rückschluss auf die gleich erfolgende Fahrreaktion zulässt. Das bedeutet, häufig fühlen sich die Fahrzeuge an, als ob sie mit einem Vakuum an den Boden gesaugt worden wären und geben kaum Feedback aufgrund der Stoßdämpfer oder Federn, sodass man abschätzen könnte, wann man ins Über- oder Untersteuern gelangt. Und tatsächlich würde ich den Simulationsgrad noch unter eines Forza Horizon 4 Titels anordnen, denn ich finde, selbst dort hat man viel mehr Feedback aus dem Fahrwerk heraus, beziehungsweise auch vom Gefühl der Fahrzeuge. Man hat ein besseres Gespür für das Gewicht des Autos und letztlich auch für die Reaktion, die sich aufgrund der Fahrbahn ergibt. Und deswegen denke ich, ist Grid tatsächlich eher so ein Titel, den man irgendwo zwischen Need for Speed und Forza Horizon 4 einsiedeln müsste. Und das ist, finde ich, nicht unbedingt der Anspruch, den man vielleicht erwarten würde, wenn man das Gameplay gesehen hat und auch die Aussage der Entwickler, dass der Titel eher eine Sim-Arcade-Mischung sein würde. Und damit sind wir am Ende dieses Ersteindruck-Videos von mir zum Spiel Grid angelangt und ich hoffe, du konntest dir aufgrund dieser Informationen eine gute Meinung zu dem Spiel bilden und freue mich, einmal deine Meinung dazu in den Kommentaren zu lesen. Schreib mir doch mal, was du von dem Ersteindruck hältst. Und damit verabschiede ich mich nun auch von dir und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.